Meine Damen und Herren, mein Name ist Karl Gunther. Gunther. Das war scheiße. Okay, neuer Regisseur, können wir das nochmal, die Szene. Okay, danke. Also, Szene 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, willkommen. Mein Name ist Karl Günther Gustav Jonsson und ich möchte Ihnen dieses unglaubliche Produkt anbieten. Das ist etwas in einer formschönen grün-weißen Schachtel. Und vorne steht drauf, wie man hier sehr schön erkennen kann, Chocolate Chip Cookies von Seven. Gibt es denn hier wirklich die Marke? Egal, also diese Schoko, Kekse können Sie essen und kaufen oder kaufen und essen, das bleibt Ihnen überlassen. Und mit dieser wirklich unglaublich sinnlosen Anmoderation. Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas, wo wir ja zuerst mal das Feuer anzünden müssen, weil es ist kalt. Es funktioniert nicht. Hallo, wo? Warum funktioniert es nicht? Hallo. Es soll funktionieren, Mann. So, jetzt. Brennt doch, seht ihr? Ich hab's geschafft. Woo! Und jetzt geben wir erstmal ein paar Cheats ein. So. Wisst ihr, letztes Mal dieser einen Cheat, der einfach nicht funktioniert hat, den werde ich jetzt natürlich nicht eingeben, weil ich natürlich keine 250.000 Dollar will. Aber ich will unverwundbar sein, das will ich. Und hallo. Gut, der geht auch nicht. Unendlich Munition. Ja, fuck. Der geht. Also jetzt haben wir auch kein Fahndungslevel mehr, praktisch nie wieder. Oder naja, nie wieder ist das falsche Wort, bis ich's nächste Mal spiele einfach. Bis ich's nächste Mal ein Spiel lade. Ist doch auch egal. Mann. Piss dich nicht an. Wow. Mal schauen, ob ich hier sterbe, wenn ich hier runterspringe. Und wir springen. Werde ich das überleben? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. You mad, Bro? So. Hey. So. Das nehme ich mir erstmal. Und ich habe natürlich wieder eigene Musik eingefügt. Mal schauen, was kommt. Mal schauen, es kommt einfach gar nichts. Ja, Mist. Hallo, ist es jetzt ein Witz? Ich hab eigene Musik eingefügt. Nee, das werde ich jetzt nicht hinnehmen. Das könnt ihr vergessen. Why you no work? Komm schon. So, abwarten. Abwarten. Ach, dann. Fick dich einfach. So, jetzt. Das ist meins. Hallo, hier Polizeidingens. Was geht? Ich will jetzt trotzdem, dass Musik funktioniert. Ja? 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 Ah, okay, funktioniert. Das war Max Payne. Max Payne 2, bevor ich vom Bike gefallen bin. Weil ich Skill habe. Das war mit Absicht übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, also sehr schön zu hören. Max Payne, wer es nicht kennt, der kennt es halt nicht. Kack ich drauf. Jetzt, warum fährst du eigentlich im Kreis? TT, das ist doch ganz einfach. So, meine Güte. Ich merke, vielleicht ist Ton gerade ein bisschen leise. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir noch mal. Es geht aber eigentlich. Naja, lass mich mal gucken. Mal gucken. Spiel! Fick dich einfach! Fick dich doch hart, Mann! So richtig ins Knie! So richtig bam, bam, bam! So richtig fick dich einfach! Kackspiel! Ich hasse es. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder an der gleichen Stelle. Tschüss. Und nach diesem kleinen Absturz sind wir back, haben jetzt auch unendlich Munition. Und das Ding kennen wir schon, deswegen können wir es getrost abbrechen. Und dann fahren wir mal zu der Farm. Brauchen wir nur noch ein gutes Fahrzeug. Und es gibt kein gutes Fahrzeug.
Williams. Hallo, Williams. Ach da, danke schön. Sehr nett, uns dieses Fahrzeug zu spendieren, wer auch immer das uns gegeben hat. Danke. So, das ist... ja, dieses Lied war Ford Minor Remember the Name. Das Lied, was auch gespielt hat, als das Spiel abgestürzt ist. Hallo. Peinlich. Aber komm nochmal. Nächster Versuch. Neues Glück. Zack. Ja, das kommt davon. Fabulous. Dieses Bild ist einfach nur richtig cool. Fast. 10%. Was auch immer ich da laber, wir müssen auf jeden Fall zu dem gelben Dreieck. Wer hätte es gedacht? Wo müssen wir hin? Kriege ich vielleicht einen Telefon-Joker? Ja. Das hätte ich normalerweise gesagt. Aber ich hatte Glück. Ich habe geraten, wo wir hin müssen. Und wir fahren schräg, das ist auch nicht schlecht. Wir fahren jetzt einfach mal so schräg hoch. It seems legit. So. Aber ich habe natürlich auch neue Lieder drin. Ja, ich meinte neue Lieder. Nicht das gleiche Lieder. Oh. Mist. Mal schauen, wer es erkennt. Ich werde sowieso gleich auflösen, was es ist. Aber es sollte man doch erkennen. Wow, wow, wow. Ach so, da ging es noch runter, ey. Wie heftig mich das Teil verarscht hat. Also schnell ein Auto einsteigen, dass es weiterspielt. Ich nehme an, die meisten haben es schon erkannt von meinen Zuschauern. Also die meisten wären dann eins mehr als die Hälfte im Extremfall. Also zwei. Weil zwei ist ja mehr als die Hälfte von drei. Genau. Wahrscheinlich ein bisschen leiser, aber es ist egal. Ich habe Angst, auf Escape zu drücken, weil sonst das Spiel abstürzen könnte. Und wie komme ich dann nach oben? So. Nee, das muss man schon hören. Es gibt Musik, die muss man hören, und für alles andere gibt es einfach Mastercard. Jetzt! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Kackspiel! Leck mich! Piss! Piss! Ich hau dich kaputt! Ah. Freude. Freundschaft. Liebe. Etwas, was zunehmend verloren geht in einer Welt voller Hass und Monotonie. Ich bin Karl Jonsson und ich führe sie durch die Show Zeug. Fand ich mal lustig, so anzufangen. Weil das Spiel abstürzen, das kann es gut, ja. Also, abstürzen, Spiel 1A, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte vielleicht auf meinem Pferd draufbleiben sollen. Wenn es jetzt schon zur Sache geht. Hauptsache, wenn ich ein Auto brauche, kommt keins. Ja klar, sicherlich. Werf einfach die Granaten. Hey, I just bombed you. And this is crazy. Nein, ich werde es jetzt nicht singen. Ich habe den Sound ein bisschen lauter gemacht, genau. Bam, 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 bam. Es war übrigens hier Star Wars. Wisst ihr Bescheid? Hauptsache mir im Weg schneller was. Ja, do a barrel roll, würde ich sagen. What the hell? Scheiße. Boah, zum Glück kann ich nicht verwundet werden. Ey, das hätte ja so böse enden können jetzt. Na, wenigstens mache ich ihr Zeug kaputt. Ja, das ist ärgerlich, Jungs. Schau mal, schlag zu. What you got? Invincibility, bitches. So. Ja, ich wollte es immer gesagt haben. Ah ja, es ist so cool, einfach nicht sterben zu können. Hey, du brennst. Hey, du brennst. Hey, die brennen alle. Machen wir ein bisschen Granatenwurf üben, das kommt immer gut an. Üben wir mal ein bisschen Granatenwerfen. So, Ziel werfen.
Und zack, tot. Das war fast ein Headshot, der war richtig heftig. Der war ein bisschen weit. Aber der war super. So, wo ist der letzte? Ich werde noch von irgendwo... Ach, da hinter der Mauer, ihr Feigensäcke. Boom. Ich würde das Lied gerne nochmal singen. Hey, I just bombed you. And this is crazy. Now you're dead. I get your mad thrasher, maybe. Nein, nee, nee, irgendwie nicht so das Wahre. Betsy, lol. Wer hat Betsy eigentlich gefahren? Oh. Ja, diese rote Wolke erklärt aber so ziemlich alles. Die Frage ist, wo ist der Ausgang? Also das Ausgangstor? Wir suchen es einfach mal. Sucht mit mir, Kinder! Während aus einem sehr kleinen Loch Strohballen rausfallen. Und ich hab die... Ich will auch meine Musik haben, man. Niemand wird mich aufhalten. Haha! Der hat mich Hundesohn genannt. Wein like a gangster. Also wenn ich anfange zu brennen, dann werde ich einen bestimmten Cheat eingeben müssen. Auch wenn ich dann 250.000 Dollar bekomme. Aber ist mir dann auch egal. Geh weg da, Mann. Wow. Nein, nein, das ist nicht der beste Weg. Ich sollte mir was anderes überlegen. Jetzt warte mal kurz. Jetzt, Jungs. Also, pass auf. Einmal Headshot. Und noch mehr Headshot. Ich habe das Gefühl, dass die Waffe ziemlich viel Power hat. Warum auch immer ich das denke. Will noch jemand sich mit dem Boss anlegen? Hey, Golfschläger. Super. Jetzt ist das Auto doch nicht echt im Weg. Bäh. Lass mich durch. Es ist mein Wagen. Mein Mähdrescher Lee. Lass mich zu ihr. Ich muss das Auto jetzt doch nicht echt wegschieben. Ah. Super toll. Nein, 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 nein. So, so, so. Und jetzt hier, und jetzt hier. Jetzt steig ein. Yes! Nein! Jetzt geh in diesen Kack! Jetzt. Du willst mich doch gerade wohl richtig ficken, oder was? Er hat gesagt, ficken. Lol. So lustig. Danke! So. Jetzt kommt Slalomfahren für Fortgeschrittene. Schauen, ob ich das hinkriege. Das wird schwer. Ja. So, die haben wir geschafft. Ja, da kommen wir so nicht durch. Da müssen wir den Weg nehmen. Komme ich da überhaupt... Komme ich überhaupt runter oder ist es so ein Abhang? Weil dann bin ich... Shit. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Es lässt sich ja bestimmt ganz leicht lösen, wenn wir einfach runterfahren. Ja? Und es hat... Ich habe das Gefühl, es funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie ich wollte. Ja, Mist. Kommt ein Zug vielleicht, dass er es rausschieben kann, das Teil? Weil das ist jetzt so richtig ärgerlich. Also es fängt nicht an zu brennen, gar nichts. Ich müsste es manuell zerstören, dass da noch was geht. Ich schieb's einfach raus, genau. Das mache ich. Ich kann es ja rausschieben, ist kein Problem, weil ich bin Mookie-Man. So, rausgeschoben, check. Und es brennt. Fuck. Mist. Ach nee, der Mähdrescher ist Schrott. Gar nicht, ey. Schür, Digga, ey. Alter. Machen wir es halt nochmal. Kack ich drauf. Ist mir so egal. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es aber mit unendlich Munition. Das ist der Knackpunkt. Und wir können eigentlich auch Auto fahren.
können eigentlich auch out. Wir können. Halt. Bleibst du stehen? Danke.